Die letzten Gefechte des Zweiten Weltkrieges in Deutschland im Frühjahr 1945. Diese Schüsse markieren nicht nur das Ende eines Feldzuges. Für die Sieger ist es ein Kreuzzug gegen Hitlers Aggression und Terror, gegen die neue Barbarei in Europa. Deutsche Zivilisten. Sie haben nicht gekämpft. Verloren haben auch sie. Der Krieg war total. Und sie haben mehr verloren als nur ihren Besitz, ihre Häuser. Denn in diesem Kreuzzug bleiben die Geschlagenen die Geächteten. Den Eroberern ist der private Umgang mit ihnen verboten. Die alliierten Soldaten waren an den Grenzen daran erinnert worden: Sie betreten jetzt Deutschland. Keine Verbrüderung mit den Deutschen. Wenn bei der Kapitulation einzelner Truppenteile deutsche Offiziere den Alliierten die Hand reichen, gibt es solche Szenen. Englische Zeitungen karikieren den Deutschen, der die Sieger als Befreier begrüßt. Für die Alliierten haben sich alle Deutschen die Hände blutig und schmutzig gemacht. Sie alle sind mitschuld an Hitlers Verbrechen. Ihnen kann man die Hand nicht geben. Am Ende des Krieges sind sich die meisten Deutschen über diese Auffassung der Feinde nicht klar. Sie sind heilfroh, dass nicht mehr geschossen wird. Vielen erscheinen zumindest Amerikaner und Engländer in der Tat als Befreier, den schlichten Volksgenossen wie den kleinen Parteigenossen, den Millionen der Mitläufer. Die Alliierten nehmen die offiziellen Parolen des Dritten Reiches ernst. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ein ganzes Volk stand geschlossen hinter seinem Führer. Ein ganzes Volk muss also erst einmal vom Gift des Narzissmus gesäubert werden. Die Frage ist nur, wie und durch wen. Casablanca, Marokko. Im Januar 1943 haben sich hier Amerikas Präsident Roosevelt und Englands Premier Churchill nach dem Vorbild des amerikanischen Bürgerkrieges zwischen Nord und Süd auf die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation geeinigt. Eine Forderung, die Hitlers Position in Deutschland stärkte und damit den Krieg verlängerte. Für die Nachkriegspolitik bedeutete sie, dass die Sieger als die einzigen Inhaber der Macht allein die Verantwortung tragen, auch eben für die politische Säuberung. Die Amerikaner sind von Anfang an in dieser Mission am eifrigsten. Schon wenige Tage nach dem Ende der Kampfhandlungen schwärmen ihre Suchkommandos aus, um nach vorbereiteten Listen Hauptverdächtige zu verhaften. Zunächst wegen Kriegsverbrechen Gesuchte, Beamte von Hitlers Geheimpolizei, höhere Partei- und Staatsfunktionäre, Mitglieder der SS. In wenigen Wochen sind Tausende, bald Zehntausende Verdächtiger in provisorischen Internierungslagern eingeliefert. Die Engländer folgen der gleichen Praxis. Zu ihrer Besatzungszone gehört das Ruhrgebiet, wo zahlreiche Wirtschaftsführer verhaftet werden. Die Franzosen schließen sich der Politik ihrer angelsächsischen Verbündeten an. Allerdings mit erheblich weniger missionarischem Eifer. Sie haben so ihre Erfahrungen. Sie haben zu Hause ihr eigenes Problem politischer Säuberung mit den Kollaborateuren, die im Krieg gemeinsame Sache mit den Deutschen machten. Gelegentlich kommen die Alliierten zu spät. Manche führende Funktionäre, wie hier der Oberbürgermeister von Leipzig mit seiner Frau, haben Selbstmord begangen. Häufig erfolgen Verhaftungen aufgrund von Denunziationen mit einem ersten Verhör an Ort und Stelle. Ein Beispiel. Ein Krematoriumswärter beschuldigt seinen Vorgesetzten, die Verbrennung von Leichen angeordnet zu haben, die mit der Angabe offensichtlich fingierter Todesursachen eingeliefert wurden. Warum wollte der Vorgesetzte die Begleitzettel mit diesen Angaben vernichten? Antwort: Es sei ja ohnehin alles registriert worden. Der Krematoriumswärter erklärt, die Begleitzettel stammten von der Geheimpolizei, der Gestapo. Nun wird der Beschuldigte nach seinen Verbindungen zur Gestapo, seiner Mitgliedschaft in der Partei befragt.
Antwort: 29 in die Partei eingetreten, aber 33 ausgeschlossen. Der Krematoriumswärter behauptet, der Beschuldigte sei Blutordensträger, also ein besonders hervorragendes Parteimitglied. Auch in der SS soll sein Vorgesetzter gewesen sein. Es ist nicht überliefert, wie dieser Fall ausging, aber das Verhör ist exemplarisch für viele ähnliche Fälle. Ein anderer Fall. In einem Kriegsgefangenenlager wird ein Vermummter die Reihen der Gefangenen entlang geführt, um Kriegsverbrecher zu identifizieren. Ihn selbst hat man unkenntlich gemacht, damit er nicht später Racheakte fürchten muss. Denunziationen spielen bei der Entnazifizierung eine bedeutende Rolle. Nach dem Ende des NS-Systems, das selbst das Denunziantentum gezüchtet hatte. Häufig erfolgen sie zu Unrecht, häufig zu Recht. Spaziergang durch den Wald. Aber diese Wanderung ist befohlen. Einwohner von Weimar werden auf Anordnung der Besatzungsmacht, in den ersten Monaten nach Kriegsende noch Amerikaner, durch das KZ Buchenwald geführt. Sie sollen mit eigenen Augen sehen, was an Entsetzlichem in unmittelbarer Nachbarschaft ihrer Stadt geschah. Fast 8 Jahre lang. Wussten die Weimarer, wussten die Deutschen generell von diesen Schrecknissen? Wie viel wussten sie? Wussten sie, dass solche Schrecken zu Hitlers neuer Ordnung gehörten? Ich wusste es nicht, aber ich habe es geahnt. Der Bürgermeister von Minden, Westfalen, wird befragt. Glauben Sie, dass die Bevölkerung von Minden sich über ihre Mitverantwortung an diesem Schrecken klar ist? Ich hoffe, dass sie begonnen haben, das zu verstehen. Welche mögliche Rechtfertigung kann Deutschland vorbringen, um den langsamen Hungertod und die Misshandlungen in den Konzentrationslagern zu entschuldigen? Es gibt keine Rechtfertigung. Es gibt vielleicht nur eine Erklärung. Und diese Erklärung liegt in der Macht der Nazis. Sie können sich das vermutlich nicht vorstellen oder es verstehen, weil sie nie unter der Nazi-Herrschaft gelebt haben. Der alliierte Kontrollrat für Deutschland soll nach den Vereinbarungen der Sieger die Entnazifizierung in allen 4 Besatzungszonen einheitlich durchführen. Der Rat einigt sich auch auf gemeinsame Richtlinien. Aber die Praxis wird von den Zonengrenzen bestimmt. Jede Besatzungsmacht betreibt in ihrer Zone ihre eigene Entnazifizierungspolitik. Entscheidungen der einen Macht gelten nicht bei den anderen. Die unterschiedliche Handhabung der politischen Säuberung macht den Deutschen Motive und Verfahren fragwürdig. Die Amerikaner betreiben die schärfste politische Säuberung. Zunächst werden automatisch alle Partei-, Polizei- und Gestapo-Funktionäre, höhere und mittlere Beamte, Juristen, Offiziere, Gewerkschaftsführer festgenommen. In automatischen Arrest gelangen so bis zum 1. Januar 1947 in der US-Zone 95.250 Personen, von denen allerdings die Hälfte bald wieder entlassen ist. Schwerer wiegt für die Betroffenen, wie für den Wiederaufbau in der US-Zone, dass alle, die auch nur das kleinste Amt in Partei oder Organisationen bekleidet hatten, nur noch als gewöhnliche Arbeiter tätig sein durften. Englischunterricht hinter Stacheldraht als Beitrag zur Demokratisierung. Zu dieser Zeit werden zum Beispiel in Bayern von 18.000 Volksschullehrern 10.000 entlassen, die Hälfte aller Bankbeamten auf die Straße gesetzt. Verhör im Lager. Die schematische Überprüfung auf Positionen in der NS-Zeit wird dadurch erleichtert, dass die Amerikaner in einer Münchner Papierfabrik die vollständige Mitgliederkartei der NSDAP gefunden haben. Rolf Lorenz, Textilkaufmann aus Bitterfeld, kam seinerzeit in automatischen Arrest bei den Amerikanern, die den westlichen Teil Mitteldeutschlands noch besetzt hatten.
Herr Lorenz, wann und wo war das? Wie ging das vor sich? Es war am 5. Mai 1945. Da waren die Amerikaner ungefähr eine Woche bei uns. Ich war vorübergehend sogar Dolmetscher bei ihnen. Und eines Tages wurde ich plötzlich abgeholt aufgrund einer Denunziation als War Criminal und wurde in Bitterfeld in so eine alte Villa unten im Keller eingesperrt, wo wir noch nachts verhört wurden. Waren die Amerikaner in der Behandlung im Lager korrekt? Bis auf die erste Zeit, wo man uns hat furchtbar hungern lassen. Man gab uns nur 4 Kekse am Tag und ein Esslöffel mit 3-4 Kirschen. Ansonsten mussten wir uns ernähren durch Gräser und Sauerampfer, wo wir uns Salate machten und dann auch durch kleinere Diebstähle, indem man im amerikanischen Lager sauer machte, den ihre Küchenabfälle konfiszierte als angeblichen Abfall und die wir uns dann aufbereitet haben. Sie waren nachher in einem Hauptlager in Schwarzenborn mit 6.000 anderen Internierten. Was für Leute waren das, die mit Ihnen in Haft waren? Also die meisten waren Blockleiter, Zellenleiter und kleine Ortskrummleiter. Unter anderem ich war aber doch nun als War Criminal immer noch verschrien und war in einer Sonderbaracke, die Baracke 27. Da war ich mit wirklichen Hauptkriegsverbrechern zusammen, zum Beispiel Hadamar-Leuten und Professoren und die große Stellen im Reichshauptamt inne hatten. Ne? Und da habe ich ja eigentlich gestaunt. Diese Herren wollten plötzlich alle nur gezwungen gewesen sein, gerade diese Intellektuellen in diesen. Nicht? Und das fand ich furchtbar schäbig, wie die sich da benommen haben. Im Gegensatz zur SS, die auch wieder 2 Baracken extra hatte, die machten doch tatsächlich nach jedem Sonntag Flaggenparade mit irgendwelchen Nazifahnen, die sie sich schnell zusammengenäht hatten, bis dann die MP kam und sie wieder zusammenknüppelte. Sie waren früher überzeugter Nationalsozialist? Ja, als junger Mann. Erstens, ich war elterlich, waren wir ganz national erzogen. Dann herrschte bei uns kolossale Arbeitslosigkeit und das Geschäft. Wir standen fast vorm Ruin, wir lebten nur, kauften nur noch mit Wechseln. Unsere Lieferanten waren meistens jüdischer Art, es waren Textilkaufhaus. Der ganze Textilgroßhandel war ja in jüdischen Händen. Den haben wir es eigentlich zu verdanken, dass wir es überhaupt überstanden haben damals. Und nicht schon damals in Konkurs gehen mussten. Ne? Und dann kommt einer und verspricht uns Ordnung. Und mit großen Sprüchen, und dem sind wir nachgerannt, mit einer Begeisterung. Und ich habe selbst daran geglaubt. Dann kam das 33. Die ersten Arbeitslosen verschwanden gleich von der Straße. Und ich war begeistert und überzeugt. Haben Sie den Verhöroffizieren das erzählt? Ja. Und da hat man mir sogar gesagt, ich wäre einer von den wenigen, der zugegeben hätte, dass ich überzeugter Nationalsozialist gewesen wäre. Die meisten sagten immer, sie wären gezwungen worden, ne? Das hat man eigentlich geschätzt. Sie waren in der HJ eine höhere Funktionär. Was war Ihre Funktion? Naja, also Jungbandführer. Erst Jungstammführer und dann Jungbandführer. Das ist das Jungvolk. Und das, den hatte ich mich hauptsächlich zugewandt, weil ich das bündische Leben schon früher als Pfadfinder gepflegt hatte. Ich hatte Spaß am Lagerleben. Und so habe ich auch mein ganzes Jungvolk aufgezogen. Landsknechtstrommeln und Zeltlagern, Abkochen, Wachen, Soldatenspiele. Das war eigentlich Lagerromantik. Lagerromantik, ja. Klampfen dabei, viel Lieder gesungen. Ne? 1935, Maikundgebung der Hitlerjugend. Meine deutsche Jugend, wir können eine Generation von Muttersöhnchen, von verzogenen Kindern nicht brauchen. Was wir benötigen, das sind Knaben und Mädchen, die später einmal starke Männer und tapfere Frauen sein können. Und die Zukunft, das, meine Jungs und meine Mädels, das seid ihr. Und euch bezichtigen wir an diesem Tag und sind stolz, euch so zu sehen. Sieg Hitler! Zehn Jahre später, 1945.
Deutsche Hilfspolizei wird unter amerikanischer Anleitung ausgebildet. Brave Familienväter, die froh sind, ihr geregeltes Essen zu bekommen. Keine schneidigen Soldaten. Die Hitlerjungen von damals sind tot oder in Gefangenschaft. Wie sieht das in der britischen Zone aus? In diesem Klassenzimmer lernen Deutsche unter Leitung der Militärregierung verantwortungsbewusste Bürger zu werden. Ein Bericht der unter britischer Besatzungskontrolle stehenden Wochenschau in Hamburg. Sie lernen zum Beispiel die Aufgaben des Verkehrspolizisten. Verantwortungsbewusst erfüllt er seine Pflicht. Dieser hier ist eifrig dabei, ein nützliches Mitglied des neuen Deutschland zu werden. Offenbar haben manche Besatzungsoffiziere Schwierigkeiten mit der Demokratisierung der Deutschen. Der automatische Arrest wird in der britischen Zone nach den gleichen Kriterien verhängt wie bei den Amerikanern. Die Briten sind allerdings in ihrer Praxis der Entnazifizierungsverfahren, die sie in den Lagern selbst durchführen, wesentlich großzügiger. Auch werden in ihrer Zone wesentlich weniger nur nominell Belastete aus ihren Ämtern in Behörden oder Wirtschaft entfernt. Die Engländer denken weniger missionarisch als pragmatisch. In automatischen Arrest kommen in der dichter bevölkerten britischen Zone nur 64.500 Menschen. Ein Drittel weniger als bei den Amerikanern. Die mildere Entnazifizierungspraxis bei den Briten führt zu einer besonderen Art innerdeutscher Wanderung. Von der amerikanischen in die britische Zone. So wird zum Beispiel Heinz Nordhoff als Direktor bei Opel von den Amerikanern rausgeworfen, von den Briten als Direktor des Volkswagenwerks eingesetzt, das dann das größte Automobilwerk Europas wird. Die Franzosen, die 1945 gerade noch ihren Anteil am Sieg und an der Besetzung Deutschlands haben sichern können, verfolgen auch in der Entnazifizierung ihre separate Politik. Hauptziel Frankreichs ist die Zerschlagung des Reiches, die Schwächung der deutschen Zentralgewalt. Wer hierbei mit ihnen zusammenarbeitet, wird relativ leicht entnazifiziert, kommt schneller auch aus den Internierungslagern wieder heraus, wenn er nicht gerade Verbrechen beging. In automatischen Arrest kamen in der französischen Zone bis 1. Januar 1947 18.960 Personen. Aber auch hier war die Hälfte bald entlassen. Die Praxis des Berufsverbots nach schematischer Wertung von Positionen in der NS-Zeit übernehmen die Franzosen nur mit erheblichen Einschränkungen. Ihnen ist daran gelegen, ihre Zone zur Wiedergutmachung der materiellen Verluste heranzuziehen, die Frankreich durch den Krieg erlitten hat. Störungen von Wirtschaft oder Verwaltung können sie da nicht brauchen. SS-Leute, an der eintätowierten Blutgruppe erkenntlich, Gestapo-Beamte oder schwer belastete Funktionäre dürfen auch bei den Franzosen lediglich untergeordnete Tätigkeit verrichten. Aber im Übrigen nimmt man es nicht so genau. Was tun die Sowjets? Im Mai 1945, nach der Eroberung Berlins, verteilen sie zum Beispiel Brot an die Bevölkerung aus erbeuteten deutschen Beständen und lassen sich dabei filmen. Ihre offiziell verkündete Politik unterscheidet zwischen dem deutschen Volk und der faschistischen Führung. Stalin erklärt damals: Die Hitler kommen und gehen. Das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt. Die deutschen Kommunisten, die die einrückende Rote Armee auf Transparenten feiern, werden von Anfang an bei der Durchführung der Entnazifizierung beteiligt. Erstes Ziel ist dabei, mit Hilfe der politischen Säuberung Gutsbesitzer und Industrielle zu enteignen und damit die Umgestaltung der Gesellschaftsordnung in sowjetischem Sinne einzuleiten. Politik der Sowjets. Die kleinen Parteigenossen bleiben ungeschoren, wenn sie am Aufbau der antifaschistisch-demokratischen Ordnung aktiv mitarbeiten. Aber auch hohe Militärs und Juristen kommen schnell wieder in Amt und Würden, wenn sie brauchbar sind. Die
Die sowjetischen Ortskommandanten arbeiten hierbei mit den antifaschistischen Deutschen in den sogenannten Antifa-Ausschüssen eng zusammen. Auch beim Aufspüren und der Verhaftung ehemals führender Nationalsozialisten. In automatischen Arrest kommen bis 1. Januar 1947 in der Sowjetzone 67.179 Menschen. Die meisten werden summarisch zu 25 Jahren Haft verurteilt. Wie verhält sich die Masse der Deutschen zur Entnazifizierung? Scheiterhaufen für Papphakenkreuze sind kaum mehr als ein Jux für die Jungen. Aber sicher war der Durchschnittsdeutsche einverstanden mit der Ausschaltung der alten Funktionäre, der Bestrafung der Hauptschuldigen an der Katastrophe. Nun findet er, dass im Osten nur eine Diktatur durch die andere ersetzt wird und im Westen die Verführten für die Verführer büßen sollen. Im März 1946 werden im Zuge der schrittweisen Übergabe der Verantwortung deutsche Behörden auch in die politische Säuberung eingeschaltet. In einem feierlichen Staatsakt wurde in München das Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus von den Ministerpräsidenten von Bayern, Württemberg-Baden und Großhessen unterzeichnet. Auch in den anderen Ländern der Westzonen müssen die deutschen Behörden nun das längst diskreditierte Unternehmen der Entnazifizierung nach den Anweisungen der Besatzungsmächte weiterführen. Das Gesetz, dessen Durchführung in deutscher Hand liegt, bedeutet, nach den Worten von Generalleutnant Gley, einen entscheidenden Schritt zur Wiederauferstehung Deutschlands. Die Deutschen hatten ihre Vorstellungen zur Entnazifizierung nicht durchsetzen können. Nun müssen sie an etwas mitwirken, das längst so absurd wie wirkungslos geworden ist. 1945 hatte dieses Volk, dessen Soldaten fast ganz Europa besiegt und unterworfen hatten, sich selbst im Chaos des Zusammenbruchs besiegt gesehen. Was würden die Sieger bringen? Befreiung? Rache? Sie bringen den Fragebogen. 131 Fragen. Millionen Ausgebombte im zerstörten Land, Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, der Regen der Formulare geht auf alle nieder. Der Fragebogen ist gründlich, der Fragebogen ist neugierig. Größe, Gewicht, Haarfarbe, Farbe der Augen. Grundschul- und höhere Bildung, Name und Art der Schule, Ort, wann besucht, Zeugnis, Diplom oder akademischer Grad, Berufs- oder Handwerksprüfungen, Name der Prüfungen, Ort, Resultat, Datum. Chronologische Aufzählung jeglicher Hauptanstellungen und des Militärdienstes. Mitgliedschaft in Organisationen. NSDAP, SS, SA, HJ, Bund Deutscher Mädchen, NS-Frauenschaft, Deutsche Arbeitsfront, Kraft durch Freude, Reichsbund für Leibesübungen, Reichsluftschutzbund. Aufgezählt werden insgesamt 54 Organisationen. Das deutsche Volk hungert in diesen Jahren. Wer überleben will, vergisst seinen Stolz. In den Abfällen, den Resten der Mahlzeiten der Besatzungstruppen wühlen Deutsche nach Essbarem. Welche politische Partei haben Sie in der Novemberwahl 1932 gewählt und im März 1933? Geben Sie Herkunft und Beträge Ihres jährlichen Einkommens an, vom 1. Januar 1931 bis zur Gegenwart. Wer nicht verhungern will, muss schieben oder auf dem schwarzen Markt seine letzten Wertgegenstände verkaufen. Die Uhr, den Ring. Haben Sie Dienst im Luftschutz geleistet, in der technischen Nothilfe, dem Bahnschutz, dem Werkschutz? Zählen Sie alle Ihrerseits oder seitens Ihrer Ehefrau oder Ihrer beiden Großeltern innegehabten Adelstitel auf. Welcher Kirche gehören Sie an? Haben Sie je offiziell oder inoffiziell Ihre Verbindung mit einer Kirche aufgelöst? Falls ja, geben Sie Einzelheiten und Gründe an. Haben Sie Verwandte, die jemals Amt, Rang oder einflussreiche Stellungen in einer der genannten Organisationen hatten? Falls ja, geben Sie deren Namen und Anschriften an, den Grad Ihrer Verwandtschaft sowie eine Beschreibung der Stellung und Organisation.
Warnung, Auslassungen, falsche oder unvollständige Angaben stellen Vergehen gegen die Verordnungen der Militärregierung dar und werden dementsprechend geahndet. So stehen Sie an zur Abgabe des Fragebogens. Die deutsche Revolution zur politischen Erneuerung fand 1945 nicht statt. Ist dies der Ersatz für die Revolution? In den Westzonen wurden 13 Millionen Fragebogen abgegeben und ausgewertet. Über 9 Millionen Deutsche waren in der Partei, knapp 4 Millionen in angeschlossenen Organisationen. Immerhin, nur nominelle Mitgliedschaft wird bald ausgeschieden. 9,4 Millionen gelten als nicht betroffen. Jahrgänge ab 1919 werden amnestiert. Zwölf Jahre zuvor, im März 1933, hatten viele schon einmal Fragebogen ausgefüllt. Zum Eintritt in die Partei. 1945 mussten sie nachweisen, dass sie es damals so ernst ja gar nicht gemeint hatten. Das Braune Haus in München. Rudolf Hess, der Stellvertreter des Führers vor den neuen Parteigenossen. Ich schwöre Adolf Hitler. Unverbrüchliche Treue. Unverbrüchliche Treue. Ihm und den mir von ihm bestimmten Führern. Ihm und den mir von ihm bestimmten Führern. Unbedingten Gehorsam. Unbedingten Gehorsam. 1946 wird in Frankfurt die erste Spruchkammer für Großhessen eröffnet. Die Spruchkammern führen prozessähnliche Verfahren durch. Allerdings sind ihre Mitglieder, Angehörige der demokratischen Parteien und andere politisch unbelastete Bürger, meist keine Juristen. Die Angeklagten, die einen Verteidiger wählen können, werden von der Kammer in eine der fünf Kategorien von hauptschuldig bis entlastet eingestuft. Als Strafen sind Arbeitslager, Einzug des Vermögens, Berufsbeschränkungen und Geldbußen vorgesehen. Verhandlung gegen einen Prominenten. Die Münchner Spruchkammer befasste sich in fünfstündiger Sitzung mit dem Fall des früheren Reichsbildberichterstatters Heinrich Hoffmann. Die Verhandlung ließ noch einmal seine Laufbahn abrollen. Vom Gelegenheitsfotografen zum Lichtbildner des Dritten Reiches. Neben Hoffmann seine Frau. Als Altparteigenosse mit der Mitgliedsnummer 59 gehörte er zum engeren Freundeskreis des Berghofs und der Reichskanzlei. Eine Stellung, die ihm ein geschäftliches Monopol und ein privates Millionenvermögen einbrachte. Hoffmann gab eine Schilderung seines Werdegangs. Nach beendeter Lehrzeit 1900 ging ich als Gehilfe 12 Jahre durch Deutschland und die Schweiz, war 3 Jahre in England tätig. Er bestritt jede propagandistische Absicht seiner fast unübersehbar großen Bilderchronik des Dritten Reiches, nannte sich einen Diener der Kunst und Fotograf des Zeitgeschehens und als solchen ein Opfer seines Berufes. Der Vorsitzende Josef Purzer verkleinerte nicht das hohe technische Können Hoffmanns. Ihre Werke sind meisterhaft und die Psychose, die im deutschen Volk entstanden ist, die wird sehr wesentlich auf diese Bildberichterstattung, auf diese Verherrlichung Hitlers zurückgeführt, denn alles das, was angeblich schön und groß an diesen Menschen war, ist hier dargestellt worden. Die Wirklichkeit sah allerdings ganz anders aus. Und an dieser Täuschung des Volkes hat Ihr Verlag ganz wesentlich mitgewirkt. Der öffentliche Ankläger Julius Herbst stellte den Angeklagten seinem Wirken und seiner Wirkung nach auf eine Stufe mit Goebbels und Fritsche. Er beantragte die Höchststrafe, nämlich die Einweisung in ein Arbeitslager auf die Dauer von mindestens 10 Jahren. Das Urteil der Spruchkammer lautete: Erstens, Hoffmann wird in die Gruppe der Hauptschuldigen eingestuft. Zweitens, er wird auf die Dauer von 10 Jahren in ein Arbeitslager eingewiesen, um Wiedergutmachungs- und Aufbauarbeiten zu verrichten. Drittens, sein Vermögen ist als Beitrag zur Wiedergutmachung einzuziehen. Es ist ihm nur ein Betrag von 3.000 Reichsmark. Der Angeklagte hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Hoffmanns Privatvermögen, das nach dem Urteil zur Einziehung gelangt, wurde von ihm selbst auf 9 Millionen Mark beziffert. Als Hauptschuldige werden in den Westzonen 1.667, als Belastete 23.060 Personen eingestuft. Der Schematismus des automatischen Arrests
der bei den Alliierten 180.000 Menschen erfasste, hat sich also in der deutschen Spruchkammerpraxis nicht durchgesetzt. Herr Lorenz, Sie wurden von den Amerikanern entlassen. Was haben Sie nach dieser Entlassung aus Schwarzenborn gemacht? Da bin ich nach Alsfeld in Oberhessen gegangen. Dort war ich mit mehreren Bauern, die waren mit mir zusammen im Lager. Und dort habe ich mich als Knecht verdingt. Denn ich durfte ja auch nur niedere Arbeit verrichten. Ich war ja noch nicht entnazifiziert. Wie haben Sie sich durchgeschlagen in der Zeit? Sie hatten doch ursprünglich nichts, als Sie nach Alsfeld kamen. Ich habe ja beruflich auch kein Geld verdient. Wir haben eigentlich nur, möchte ich sagen, geschoben mit amerikanischen Waren, Zigaretten. Und ich kriegte von zu Hause jede Woche 10 bis 20 Päckchen von meiner Mutter, von meinem früheren Geschäft geschickt, von Textilwaren. Und die habe ich umgetauscht. Bei der Entnazifizierung haben ja die sogenannten Persilscheine eine erhebliche Rolle gespielt. Was haben Sie da selbst in Alsfeld beobachtet? Ja, also die Bauern, Großbauern oder was sie nun waren oder was in der Kreisleitung tätig war, die besorgten sich gegenseitig, die schrieben sich gegenseitig Entlastungsschreiben. Möglichst noch aus Freunden aus anderen Kreisen, wo die Spruchkammer nicht wusste, dass die, die das schrieben, selber belastet waren und so weiter. Und schrieben sich dann Sachen, dass sie eben mehr dagegen waren als dafür und so weiter, um da entlastet zu sein. An sich war das ein übliches Verfahren. Übliches Verfahren und war ein Irrsinn an sich. Herr Lorenz, Sie haben dann selber auch so einen Entlastungsschein bekommen, einen Persilschein sozusagen. Von wem? Ich hatte einen Buchhalter früher in meinem Geschäft. Der war Kommunist gewesen. Der war entlassen von der Krankenkasse in Halle und war deshalb als Buchhalter tätig. Und der kannte meine ganze Tätigkeit. Und der hat es mir auch bestätigt, zum Beispiel bei der Übernahme eines jüdischen Geschäfts, was ich auf Empfehlung eines anderen jüdischen Herrn getätigt hatte, dass ich dem Herrn das Geld voll ausgezahlt habe, trotz Verbotes der sogenannten Arbeitsfront, die das Geld ja haben wollte, und der dann das Glück hatte, dadurch auswandern zu können. Die große Masse der von den Spruchkammern im Westen Verurteilten wird in die Gruppen der Minderbelasteten und Mitläufer eingestuft. In der Diktatur mussten viele mitlaufen. Allerdings viele liefen auch freiwillig mit. Minderbelastet 150.000, Mitläufer 1 Million, bei 3,6 Millionen Vorgeladenen. Die unterschiedliche Handhabung der Entnazifizierung durch die Besatzungsmächte führt zur Polemik zwischen Ost und West. Bericht der Sowjetzonalen Wochenschau über ein Verfahren in West-Berlin. Der ehemals hochgestellte Filmkultursenator, Präsident der Reichsfilmkammer Karl Fröhlich, behauptet, den Nationalsozialismus nicht unterstützt zu haben. Also Herr Fröhlich, ist mir seit ungefähr 25 Jahren als Filmfachmann bekannt. In der Filmkammer war ich tätig als Sachbearbeiter für die technischen Fragen, als Herr Professor Fröhlich als erster Fachmann Präsident der Filmkammer war, haben wir das sehr begrüßt. Er hat auch sich dann sehr stark bemüht, sachlich, fachlich Sachen vorwärts zu treiben. In der Filmkammer. Als Präsident. Als Präsident. Ein sehr fleißiger Präsident. Nun wird der Professor selbst gefragt. Es wäre jetzt zum Beispiel irgendjemand gekommen und hätte gesagt, wenn Sie nicht zum Buddhismus übertreten, werden Sie in Ihre Ateliers genommen, dann wären Sie zum Buddhismus übergetreten. Das ist nur ein Vergleich, der insofern hinkt, als der Buddhismus keine schlechte Sache ist, der Nationalsozialismus eine sehr schlechte Sache. Also das konnte man alles nicht ahnen. Also hätte man Ihnen gesagt, um den Vergleich besser zu gestalten, wenn Sie Ihre Ateliers behalten wollen, müssen Sie Kannibale werden. Dann wären Sie ein Kannibale geworden. Na, also das sind alles Sachen, die kann ich jetzt nicht. Als Kultursenator der Reichskulturkammer hatte Appellant keine Tätigkeit ausgeübt. So also ging eine Entnazifizierung im Westsektor Berlins vor sich. Ja, die Kleinen fängt man und die Großen. Fröhlich wird in dem Verfahren entlastet. Insgesamt wurden im Westen bei 3,6 Millionen bearbeiteten Fällen 1,2 Millionen in die Gruppe der Entlasteten eingestuft. Hans Borgelt war Journalist an der sowjetisch lizenzierten Berliner Zeitung zu einer Zeit, als Berlin noch nicht geteilt, sondern 4 Sektoren Stadt war, in der allerdings
in jedem Sektor jede Besatzungsmacht ihre eigene Politik trieb, auch auf dem Gebiet der Entnazifizierung. Den Russen kam es vor allem darauf an, prominente Künstler in ihren Sektor zu bekommen, beispielsweise Gustav Gründgens oder Wilhelm Furtwängler. Beide waren nur indirekt belastet, weil sie als, nun gut, weil sie in der Nazizeit eben gearbeitet hatten in Berlin. Beide waren Staatsräte von Görings Gnaden, aber das war ja keine Parteiwürde. Gründgens hatten die Russen eingelocht für ein paar Monate, weil sie seinen Titel Generalintendant für einen hohen militärischen Rang gehalten hatten. Nun, als sich der Irrtum herausgestellt hatte, entließen sie ihn bevorzugt, wie sie sagten, unter der Bedingung, dass er im Ostsektor sich als am Deutschen Theater als Regisseur und Schauspieler engagierte. Gründgens tat es, verschwand aber baldigst nach einem knappen Jahr in die Westzonen nach Düsseldorf. Furtwängler wurde von den Russen angeboten als Intendant an die Staatsoper und als Generalmusikdirektor der Staatskapelle zu arbeiten. Aber Furtwängler wollte natürlich zu seinen Philharmonikern, die andererseits im Westsektor saßen und eine amerikanische Lizenz hatten. Die Amerikaner wollten Furtwängler aber so schnell nicht freigeben und er stellte sich einer Entnazifizierungskommission. Ich habe an dieser als Berichterstatter teilgenommen. Es war grotesk. Furtwängler erschien, ohne irgendwelche Gedanken sich gemacht zu haben, dass ihm dort geschadet werden könnte. Er war fest davon überzeugt, dass er sofort freigesprochen wurde. Aber das geschah nicht. Die Kommission hielt sich an Kleinigkeiten auf. Die Sitzung wurde verschoben. Erst in einem zweiten Verfahren wurde er rehabilitiert. Aber es dauerte über ein halbes Jahr, bis auch die Amerikaner ihn spielen ließen. Der alliierte Kontrollrat hat ein einheitliches Verfahren für die politische Säuberung nicht durchsetzen können. Nicht einmal in den Westzonen, von der Sowjetzone ganz zu schweigen. Im Februar 1948 ordnen die Sowjets für ihre Zone die Beendigung der Entnazifizierung an. Im Juni wird dort sogar eine eigene Partei zur Eingliederung ehemaliger Nationalsozialisten in die neue Gesellschaftsordnung begründet, die NDPD. Anfang der 50er Jahre werden auch im Westen die Verfahren beendet, die meisten Sühnemaßnahmen aufgehoben. Die Entnazifizierung war im Grunde gescheitert. Hätte sie besser gemacht werden können? Klaus-Dietmar Henke vom Institut für Zeitgeschichte in München hat einen Sonderfall untersucht, im damals noch bestehenden Land Südwürttemberg-Hohenzollern in der französischen Zone. Dort ist unter Professor Carlo Schmidt die politische Säuberung etwa ein Jahr lang besser gelaufen als anderswo. Nachdem zuvor einige Versuche gescheitert waren, ergriff Carlo Schmidt Ende 1945 die Initiative und legte ein deutsches Säuberungsgesetz vor. Die Franzosen waren daran nicht beteiligt. Es war klargestellt, dass die politische Säuberung kein juristisches Problem war, dem mit Kategorien beizukommen war, die dem Strafrecht entlehnt waren. Die Entnazifizierung war ein politisches Problem. Carlo Schmidt wollte es auch auf politischem Wege lösen. In allen Landkreisen wurden Untersuchungsausschüsse eingesetzt. Darin saßen bekannte Gegner des Nationalsozialismus aus allen Parteien, die mit den Verhältnissen am Ort sehr genau vertraut sein mussten. Diese Ausschüsse suchten nach eigenem Ermessen diejenigen Leute heraus, gegen die ein Säuberungsverfahren eingeleitet werden musste. Die Ermittlungen dieser Ausschüsse gingen an die Landesregierung in Tübingen. Hier entschied dann ein eigens eingesetzter Staatskommissar, welche Sanktionen gegen die einzelnen Betroffenen zu verhängen waren. Es wurde bewusst vermieden, die Gesamtbevölkerung durchzusieben und dabei vor allem den kleinen Parteigenossen nachzustellen. Schon nach einem einzigen Jahr der politischen Säuberung nach diesem Verfahren galt die Entnazifizierung in Südwürttemberg als beendet. Neuhaus an der Pegnitz, an der Bahnstrecke Bayreuth-Nürnberg im Feldensteiner Forst. Auf einem Felsenhügel thront die Burg. Historisches Monument, man kann sie besichtigen. Kinder unter 14 Jahren 1 Mark, Erwachsene 2 Mark. Burg Feldenstein, über 1000 Jahre deutscher Geschichte, eingeschlossen die 12 Jahre des 1000-jährigen Reiches. Von dem italienischen Philosophen Benedetto Croce stammt der Satz: Wie sollen wir die Vergangenheit überwinden, wenn wir in ihr sind und sie in uns ist? Nur ein Weg bleibt aus diesem Kreis. Der Weg des Denkens, das die Verbindung mit der Vergangenheit nicht zerreißt, sich aber geistig über sie erhebt und sie in Kenntnis verwandelt. Die Geschichte der Burg. Einst Sitz der Bamberger Bischöfe.
1635 im Dreißigjährigen Krieg durch die Kaiserlichen erobert und schließlich von 1898 bis 1912 Wohnsitz Hermann Görings, des ehemaligen Reichsministers und preußischen Ministerpräsidenten. 1945 hörten die Amerikaner, dass in dem Felsengelände der Burg, wo Hermann Göring als Knabe lebte und die er in der NS-Zeit geschenkt bekam, sein Schatz vergraben sei, Geld, Gold, Diamanten. Sie gruben nach und fanden einen Schatz, ein Dutzend Kisten Champagner und Cognac. Es ist nicht überliefert, was aus dem Schatz dann wurde. In einem der Burggebäude zwei mittelalterliche Ritterfiguren in voller Rüstung. Zwischen den beiden Gepanzerten ein Knabe, offenbar der Trommelbube. Doch sieht man näher hin, trägt der Landsknechtsjunge HJ-Ausrüstung. Den Schulterriemen, die große HJ-Trommel, die kurzen Hosen. Des Rätsels Lösung, die Figur wurde 1935 angefertigt. Man kann den Hitlerjungen aus dem Mittelalter noch heute besichtigen. Aber irgendjemand hat ihn entnazifiziert. In seinem Käppi ist vorne ein großes Loch. Hier saß das Hakenkreuz.